So. Da sind wir. Also auf meinem Handy sieht es soweit ganz gut aus. Gut. Hakenmäßig und so und qualitätmäßig. Ich würde sagen, auch wenn wir streamen, sage ich jetzt einfach mal Hallöchen, ihr alle, die da seid und kommen mögen. Herzlich willkommen bei unserem Ranch-Stream. Ja, moin. Mit und Kaktus ich sage nochmal. Genau, und ich sage nochmal moin, meine lieben Zuckerstaffel. Ah, für die Leute auf YouTube, ne? Auch hallo. Es geht ab. Was hatten wir zuletzt? Elektrisch hatten wir zuletzt, habe ich, glaube ich. Elektrisch und ganz viel zum Bauen. Elektrisch, ja, ganz viel zum Bauen. Trinken. Fleisch hatten wir, ja, ein bisschen. Wir haben ja noch ein bisschen Wurst zu verkaufen. Wurst. Nicht viel? Ich lass mal die Tierchen raus. Mhm. Da macht halt jemand Liebe im Stall. Da macht jemand Liebe. Und ich kann nicht zugucken. Wer war das? Schweinewurst genau Salami. So. Also wenn die im Angebot ist, geht ab für eine Mark. Ja, sehr geil. Zack. Die Hühner haben gerade hier Liebe gemacht im Stall. Geil. Ich hab die Herzchen fliegen sehen. Muss sein. Und sie haben kein Wasser und sie haben... Doch, Wasser haben sie. Sie haben kein Fressen. Das ist nicht gut. Ich komme mal mit Fressen. Ah, super, danke. Dann gehe ich mal zu den Kühen. Die ja jetzt zwei Gatter haben, ne? Ach so, da ist das Gatter. Ja. Waren das da? Bei meiner Freundin gibt es übrigens wieder Küken. Ja, cool. Ja. Voll süß. Wie war denn das jetzt mit dem Wasser? Wir können diese Logli-Dinger können wir wieder verkaufen. Was für Dinger? Diese gelben Dinger, wo wir mal Wasser rausgeholt haben. Ich glaube einfach, das ist ein Wassertank, den wir gekauft haben. Und für eine bestimmte Zeit... Ja. Ist da halt Wasser drin, aber irgendwann ist das Ding auch leer. Ist halt so. Das kann gut sein, ja. Sind wir wieder Küken drin, was nicht drin sein sollte? Nee, okay. Gut, was sagen denn die Schweine? Genau, ich komme mal mit. Achtung. Oh, sorry. Perfekt. Hello. Ich habe schon mal Futter mitgebracht. Dachte, das kann nicht schaden. Ja. Wasser ist da. Alle sind am Leben. Alle sind am Leben. Guck mal, was ist das hier? Wir haben schon wieder kleine. Ja. Also ganz, ganz kleine. Guck mal, hier. Hier. Da. Da. In der Ecke. Das sind ganz, ganz kleine Frösche. Das stimmt. Das heißt, irgendeiner hat schon wieder geworfen hier. Ja. Wir haben hier auch, ich glaube, die Dame hier, die hintere, die ist nicht mehr schwanger. Nee, ist sie nicht. Da ist jetzt die Frage, die ist aber recht groß. Fleisch? Die haben ja auch ihre Babys, die sie jetzt hier säugt. Die sterben vielleicht ohne sie. Die trinken noch ihre Milch. What? Nein, ich glaube, so weit geht das Spiel nicht. Bist du dir sicher? Ja. Los. Weil sonst... Mitkommen. Du bist schuld, wenn die tot ist. Ja. Wir können nämlich jetzt erstmal keine Babys mehr machen. Wir müssen auf neue Eber warten. Wir haben keine Eber mehr. Ja. Ja, sagt er. Eiskalt. Dann ist es ja umso besser, wenn die... Leg dich mal weg. Ach ja, hier müssen wir noch bauen. Komm. Ja, genau. Genau. So. Es gibt Feini. Ja, mal kurz. Warte. Sollen ja alle wissen, wo ich bin, ne? So. Teilen. Link kopieren. Ups. Oh, warum habe ich jetzt diese Mario-Melodie im Kopf? Weiß ich nicht. Oh, ich hätte so gerne Switch, dass ich dann einfach abends so ein bisschen Mario spielen könnte auf dem Sofa oder sowas. Tja. Ich hab's kleiner. Warum gehen eigentlich immer die Lampen aus hier? Wenn du schießt? Nee, allgemein. Ich komme hier rein, ach so. Keine Lampe ist an. Jetzt? Ja, das stimmt. Das ist im Haus doch auch so. Aber ist es, oder ist es nur, wenn wir einmal aufgehört haben zu spielen? Nee, ich glaube, es war im Haus auch so, wenn man abends wiederkam, dann war kein Licht mehr an. Das war hier im Stall ja auch. Mhm.
Nee. Also als Wir würde müssen bei Nacht das unbedingt Licht ausgehen. den Fleischwolf dann auch in elektrisch machen. Ja. Hast keine Lust zu kurbeln? Nein. Mann. Sammle hier gerade die Köttelchen in meinen Schweinen auf, dass sie hier nicht so in ihrem Dreck leben. Boah, ich glaube, würden echte Schweine so wenig Dreck machen, würde sich alle Schweine besorgen. Ich glaube auch. Die sind auch so süß. So schade, dass man die auf den Arm nehmen kann, die Ferkelchen. Weh, die sterben jetzt. Bin ich sauer. Was ist passiert? Ach, was wohl. Ich habe wieder. Fleisch rausgenommen, jetzt hast du eine Bulette. Yep. Weißt du, wo ich meine Säge abstehen, also unsere Säge stehen lassen habe? Ich glaube zuletzt Hinterm hinterm Haus, Haus, ne? ne? Ja, da hinten. Weil dann würde ich jetzt gerade mal ein bisschen Holz. Ich mache ja momentan so viel mehr. Außer Holz. Ja, eigentlich gar nicht, Willst ne? du sonst mal Fleisch machen? Na, wir brauchen ja auch Holz, dass wir den Stall weiter bauen Ja, müssen. das Bin stimmt. das von Forest so gewohnt, immer viel Holz zu machen. Ja. Naja. Fangen wir damit erstmal an. Erstmal was Entspannteres. Ja, ich mach erstmal ein bisschen Fleisch wieder und dann die Wurst dauert ja auch ein bisschen immer, bis das Salami wird und so. Ich wollte gerade auch Fleisch aufnehmen. Ach Quatsch. Ich wollte Holz aufnehmen. Und habe auf E geklickt und habe während des Sägevorgangs die Säge ausgestellt. Das muss auch erstmal schaffen. So. Zack. Es läuft ja hier bei mir Ich da. bin so behäbig. Mann. Ich glaube, das andere Ding hat 1.400 € gekostet, ne? Oder Dollar. Ja, schon ganz schön viel. Brauchen wir unbedingt. Naja, der andere hat auch einen Tausender gekostet. Es geht halt einfach einfacher und schneller, ne? Ja, auf jeden Fall. Zack. 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 So, der Schrank ist fertig. Aber gut, wir haben ja eh gesagt, wir versuchen immer ein bisschen Buletten, ein bisschen Ja. Salami, bisschen Wurst, weil die wollen ja nicht immer Ja. dasselbe haben, ne? Es ist ja auch nicht immer alles das gleiche bei Multiplikator drin. Ne? Genau, das meine ich ja. That's what I mean. What the Ja, bitte. Nicht diese Kraftausdrücke hier, Herr Kaktus. Doch. Doch, Ich kann warum? doch nur mit Kraft ausdrücken. Wohin auch bei der Arbeit? Was war denn? Ich habe mich, glaube ich, über, ich weiß nicht, über was ich mich aufgeregt habe. Über irgendwelche komischen Menschen auf jeden Fall. Ist ja meistens Meine so. Kü Ja. Und Nadine dann nur so zu mir: Wir wollen doch lieb sein. Ich so: Hä, was? Wo steht das? Ich habe da nichts unterschrieben. Nee. Lieb sein. Wer kann denn sowas? Eben. Bei Bei den diesen gruseligen Kackvögeln, die so Menschen, teilweise die so durch rumlaufen. die Welt laufen. Ja, genau. Ah, war das alles an Bord? Dann nehmen wir dich nochmal. In die Richtung fallen. Geht das hier auch? Nein. Lass mich hier weg. Mann. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Ich glaube, zwei habe ich. Ja, genau das. Du wirst noch einmal Wurst. Dürfen die sich das bei dir aussuchen oder eher nicht so? Ja, doch, wir haben freie Auswahl, ne? Du wirst noch mal Bulette. So. Produkt nehmen. Ja. Könnte man natürlich noch kochen, ne? Ich weiß nicht, ob man dafür auch noch mehr kriegt oder so. Das weiß ich nicht genau, aber ich habe ja auch noch nie gesehen. Also ich wüsste jetzt nicht, ob wir unser Herd benutzen können. Nee, aber es gibt so einen Gasherd, den du kaufen Ach kannst. Ich denke so. immer, das machst du denn damit? Warum sollte man auch seine eigene Küche benutzen? Ja, warum auch, ne? Das ist also macht gar keinen Sinn. Nee, nee, nee.
Das macht gar keinen Sinn. Das ist aber Es auch ist ein der Wahnsinn. schönes Geräusch. Redest du vom Wurstmachen? Das klingt auch schon komisch, wie ich es sage. Ah. So ungefähr. Wie war das mit den zweideutigen Menschen? Sie sind einfach glücklicher. Ja. Wollen wir dann beim Schneiden für YouTube hinterher wieder so machen, dass wir immer einen Tag eine Folge machen? Jo. Ja, Das ist immer ne? das Einfachste, finde ich. Ja, finde ich auch. So schön abgeschlossen, als wenn man so wieder so abgehackt irgendwie dazwischen. Ja, es ist immer ähnlich lang. Einzelnen Videos. So. Hätte ich es ordentlicher gemacht, hätte ich vielleicht noch eine Reihe reingekriegt, aber naja. Ein Stück Fleisch noch. Ein Stück Fleisch Dann habe ich noch. alles verarbeitet. Zwölfmal habe ich Krass. noch Wurst im Schrank. Dann habe ich neunmal Schweinefrikadelle und ich habe noch viermal geräucherte Wurst. Die haue ich mir jetzt mal aufs Geräucherte Auto. Wurst. Geräucherte Wurst. Ja. Und werde mal gucken, dass ich ein bisschen Geld mache gleich. Ja. Möchten Sie mit? Ja, gerne. Warten Sie. Sonst stehe ich hier die ganze Zeit nur so dumm rum und mache Holz. Aber, nee, ist auch so, was ich jetzt verstehe. Ich komme mal. Ich komme zurück. Oh. Ich hoffe übrigens, dass meine Katzen nicht die Nachbarn terrorisieren. Ich habe sie draußen gelassen. Okay, Also außer die Ciri. Kühlboxen, die da stehen, müssen noch einmal aufs Auto. Okay. Nicht Ciri habe ich die, hier nicht drin. die, nicht die. Die hier draußen stehen. Du hast sie schon draußen hingestellt. Ach, du bist ja Da ist schon mal ein hochnäsig. bisschen Fleisch drinne, falls die zufällig irgendwas im Angebot haben. Schweine und so hatten alles genug Essen, ne? Ja. Ja, war voll bei den Schweinen. Das sind ja Schweine. Gut. Können wir noch irgendwas verkaufen? Nö. Die Wasserdinger haben wir. Eier? Ah ja. Ah ja. Ich meine, wir haben da drin ein ganzen Dutzend, Da ist mal ein vielleicht Huhn. eventuell. Ah nee, das muss ich drin lassen. Oder wie war das? Was ist mit dem Huhn? Das sind Hühner. Das ist ein Huhn. Das kann ich doch schlachten. Okay. Oder Ich wie, wollte oder sagen, hier was? sind 1000 Eier und wir wissen nicht, ob die Frucht sind oder nicht. Man kann ja auch nicht horchen. Das ist doch ein Huhn, oder? Das ist ein Hahn. Das ist ein Huhn. Das ist ein Huhn. Die Hähne sind drüben. Das ist ein Tschüssikowski. frisch auch angewachsenes Huhn. Bin gleich wieder da. Ja, jetzt, ne? Du wirst so ein richtiger Schlachtermeister. Irgendwie jetzt bei mir gerade so blub gemacht. Okay. Ist nicht ein Geräusch aus. Wie heißt denn Wir das nehmen mal die hier? Eier mit. Weiß ich nicht. Oder Discord. Twitch? Discord? Ich Bei mir glaube. zeigt es nicht an im Discord. Bei mir Ja, vielleicht zeigt. hast du irgendeine Nachricht bekommen oder so. Oh Gott, Auch Discord, nicht. erschreckt mich doch nicht Das so. ist ja das Komische. So, ganzes Hähnchen. Wollen wir das mal einfach mitnehmen erstmal? Ne, ein ganzes Hähnchen bringt uns ja nichts, War, haben wir glaube gesagt. glaub ich, nicht so geil, ne? Nee. So, Ich plopp, verarbeite da das ist ein mal. Ei. Zack. Was machen wir daraus? Wir nehmen es einfach als Frikadelle mit. Mal hier raus. Ich bin im Hühnerstall. Eigentlich kein Küken in der Nähe und es zwitschert ganz laut. Ich habe noch ein unbefruchtetes So, Ei. und hier ist ja noch ein Huhn, ein ausgewachsenes. Ja, warum möchtest du denn sofort alle schlachten? Ah ne, eins müssen wir noch lassen, bis hier die ganzen Dinger geschlüpft sind, die alten Eier noch, ne? Das wäre nicht schlecht. Wir wissen nicht, ob es was bringt. Wir wissen ja auch nicht, ob sie alle befruchtet sind. Wir Nee. sind da irgendwann durcheinander gekommen. Ja. Eigentlich Jetzt mal sollten wir nur raus noch hier. drüben Eier haben, die befruchtet sind. Eigentlich. Ich habe gerade eins weggenommen, das war nicht befruchtet. Aber ich habe sie ja heute Morgen Liebe machen sehen. Naja. Gut. Von mir So. aus können wir mal losdüsen, ne? Was haben Chitty. Bitte. Bin sofort wir da. Geht mal raus, ihr faulen Hühner. Raus an die frische Luft.
draußen. Du auch, Hahn. Wir haben ja noch 718 Flocken. Brauchen aber auch bald schon wieder Essen, wie ich sehe. Irgendwer hat laut gegackert, als ich das Ei genommen habe. Wir müssen uns aber übrigens nochmal deinen Zaun hier ein bisschen überdenken. Warum? Oder? Weißt du nicht? Findest du nicht? Magst du den nicht? Er ist irgendwie witzig. Findest du das so chaotisch? Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt das brauchen. Naja, wir wollten ja hier, wollten wir ja noch anbauen. Ja, genau. Und das dann heißt, dass wir die jungen Schlachttiere darüber bringen. Genau. Alter, und bist du fett, Mutti. Das heißt ja auch, erstmal müssen wir diesen Zaun hier bauen, damit die uns nicht mehr weglaufen, weil hier müssen wir Zaun wegreißen, weil hier ja noch eine Scheune rankommt. Ja, jetzt sind übrigens beide Schweine noch schwanger, ne? Die Mutti und die Tochter auch. Ja. Ich habe mich gerade gewundert, dass die gerade so fett ist. Und die so Mutti wie die Tochter, ne? Heckhals immer hat, ja, nur befruchten lassen. Schön. So, was brauchen wir? Oh, Jody, hi! Ja, moin! Kann leider nicht lange zuschauen, aber ich wünsche viel Spaß. Kommt bald wieder auf spontane Stream statt Aufnahmen. Okay, wir werden es versuchen. Wir können auch sonst einfach aufnehmen. Sonst einfach streamen statt aufnehmen, aber wir machen sonst halt nicht so spät die Aufnahmen. Da müsste halt sonst mit klarkommen, dass die Streams dann halt nicht so endlos lange gehen. Immer so, weil wegen Real Life ploppt manchmal noch dazwischen auf. So. Und wir haben ja hauptsächlich aufgenommen, weil dein Rechner nicht wollte. Das stimmt. Das heißt, wenn heute alles gut läuft, könnte es auch sein, dass wir wieder mehr streamen und weniger aufnehmen. Kriegst du hin? Wenn ich geladen hätte? Das ist irgendwie... Schieß! Immer Schieß. Wenn man eine neue Aufnahme startet, ist nichts geladen, die Lampen sind alle aus. Bleib stehen. Reicht jetzt mal mit deinem Gehüpfe. So. Geht es? Nehmen wir was mit? Haben wir, du musst mal gucken, ob wir irgendwie einen haben, der wo was rein darf, oder ist das egal? Das ist ja egal. Okay. Wir können es ja, das ist ja das Schöne, wenn wir es verkaufen, können wir individuell auswählen, was wir nehmen und was nicht. Erstmal, Jody, nochmal schön, dass du da bist. Und es ist vollkommen okay, dass du nicht lange Zeit hast. Wir freuen uns trotzdem, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall. Alter, wie gerade der Schatten lang rast. Der überholt uns gerade. Okay. Wahnsinn. Wir müssen nochmal dem Jäger Wildfleisch bringen. Stimmt. Dann verkaufen wir das Wildfleisch jetzt vielleicht mal nicht. Ja. Und versuchen gleich nochmal irgendwie was zu töten. Er fährt rückwärts. Okay, ich glaube, du kommst da nicht raus. Das muss ich machen. Ich bin draußen. Wasser. Nein, ich hänge zwischen denen. Ich hänge jetzt hier fest. Ich stecke fest, ich habe so einen dicken Hintern. Ja, danke. Das kommt vom Bauch, Beine, Po. So, ach so, wir müssen erstmal hier gucken, ne? Also Rindfleisch, Hühnerwurst und Käse. Hühnerwurst haben wir gerade nicht. Willst du mal nach Hause fahren und Hühnerwurst machen? Nee, okay, ne? Ich habe nur eine Frikadelle draus gemacht, aus Versehen. Okay. Also entweder verkaufen wir jetzt trotzdem ein bisschen was. Ja. Also ich verkaufe jetzt mal die Eier erstmal. Zack. Ja. Hühnerfrikadelle, $25. Aber Schweinefrikadelle sind auch $25. Also ist der gleiche Preis. Ja. Und Schweinewurst sind ja $60 pro Wurst, ne? Ja. Und Wildfleisch lasse ich noch drin. Genau. Und dann gucken wir nochmal, dass wir... Na, obwohl es ist 19 Uhr. Das müssen wir, glaube ich, morgen machen mit dem Wildfleisch. Ja. Oh ja, das stimmt. Wir können jetzt nochmal zum Laden fahren. Kommst du raus, warte. Ja, ein Rennen. Bist du. Titel deines Sexvideos. Hallo, Timo. Moin, Meister. Sehr gut. So will ich angesprochen werden. Moin, Eckart. Schön. Ich bin irgendwie kaputt. Oh, ich auch.
Habe ich dir doch gar nicht erzählt, Ah. ne? Ich habe Nee. übelst Long-Covid. Nein, Doch, die ernsthaft? Lunge ist total hin. Ach, scheiße. Es ist Das so, ist doch ich gehe mit dem kacke. Hund so eine Viertelstunde und danach fühle ich mich, jetzt hätte ich eine 12-Stunden-Schicht hinter mir. Ach, kacke. Das ist scheiße. So, was haben wir denn hier Du zu wolltest dein verkaufen? E-Zeug kaufen. Du wolltest den elektrischen Fleischwolf, ne? Wenn wir das Geld haben, aber warte mal eben, ich verkaufe Nee, erstmal. haben wir noch nicht. Nee. Ach so, du verkaufst da noch was. Okay, ja, dann vielleicht danach Nee, schon. so, das werden wir nicht. Die Kühlboxen brauchen wir ja noch. Ja. Ich habe jetzt überlegt, weil wir brauchen Essen. Wir nehmen noch mal so 10-mal Essen mit. Ja, ist nicht gut. In den Warenkorb legen. Und wir nehmen noch mal 2 Kühlboxen mit, weil die brauchen wir jetzt vermehrt. Ich möchte bitte die Ziege haben. Warum gibt es die noch nicht? Kann mal jemand googeln, wann es die Ziege gibt? Bitte. So, 2 Kühlboxis, Warenkorbi und davon 10. Vielen Dank für den Einkauf. Wunderbar. Perfekt. Weil wir müssen ja im Moment echt morgens und abends gucken, ob die alle genug Essen haben, sonst sterben die uns weg. Ja. So, ich glaube, wir müssen mal eben ein bisschen stapeln, wa? Ja, komm, warte. Kommst du neben mich? Passt das? Passen unsere dicken Hintern hier zusammen hin? Ja. So. Kriegst du die dann noch neben? Ja. Passt. Dann würde ich einmal den Eierkorb darauf stellen, wenn das geht. Mal Ah, weil gucken. ich so doof bin. Eigentlich sagt er eben, ja. Kann ja aber nicht machen. Okay. Kann ich jetzt mal hier oben greifen? Nein. Ah, Weiß ich den Block nicht. kann ich. Bisschen. Aufs Dach kriegen wir auch noch ein bisschen was. Ich mach mal aufs Dach schon mal. Okay. Ja, gerne. Was wir weg haben, haben wir weg, ne? Das stimmt. Wir müssen gleich mal das Radio anmachen, es ist so Ja, still. das stimmt, schon wieder so still, ne? Ja. Es ist so still. So, das war der letzte, ne? Oh, wir können ja Noch nochmal mal rum. durchzählen, ich weiß ja nicht. Ich könnte ja mal durchzählen. 1, 2, 3, Einmal 4, 5, aufzählen, bitte. 6, 7, In der 8, 9, Reihe. 10. Das passt. Ja, genau. Licht. F. Radio. Was kommt? Gar nichts. Das ist ja, also. Jetzt. Oh! Da ist ein Baum. Die verdammte Straße. Ich sehe gerade gar nichts hier heute. Wo ist die Straße? Ich sehe nichts. Also, links von uns. Wir sind mitten im Nichts. Da Da links, ist oh, sie. genau. Jetzt rechts. So, links halten. Ist die Sicht schlechter geworden hier oder was? Es ist sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, die Tiere sind noch nicht tot, ey. Links. Du bist vorbeigefahren. Nee. Die Straße. Okay. Geht hier so komisch durch die Bäume. Ich glaube, um 10 oder so könnte es Was, um passieren, dass die 10? Tiere tot sind. Na toll. Man Ja, kann. um 9 fallen sie alle um und schlafen. Dann müssen wir sie vielleicht nochmal wecken, wenn sie noch draußen liegen. Wenn sie. So. Orientierung ist los. Wo bin ich? Ach da. So, lass uns erstmal nach den Tieren gucken. Ja. Noch sind sie wach. Ich guck mal, was das Essen sagt. 7 von 21. Ja, wir müssen echt morgens und abends gucken. Wie viel haben wir noch draußen? Gottes Willen, habe ich gerade erschrocken. Die So. Dicke rutscht hier schon wieder rum. Da hinten ist noch. Boah, es sind noch 2 Babys draußen, ne? Unmöglich, dass ich da keiner drum kümmern, dass die mal reingehen, ne? War hier nicht gerade was? Nee. Da hinten. Ah, das schläft schon. Dann nehme ich erstmal das, was schon rumläuft hier. Ich nehme das Schlafen, ne? Okay. Kommst du? Du bleibst drin. Nein, hier will Achtung, schon kommt wieder dir einer eins rein. entgegen. Ja. Ja. Gieß! Ich Das hab's. ist. Okay. Schnell. Nein, ich bin zu weit weg gewesen. Nein! Ich glaube, wir müssen mal wieder eine Tür zumachen.
kommst du rein. So. Eins ist noch draußen. Ich komme gleich mal mit dem. Ja. Ich sag, wenn ich vor der Tür bin. So, ja. Okay. Okay, und zu. Ast rein. Dann holen wir was zu essen rein. Oder ich stell dir was rein. Warte ja, mal. Ist okay. Da. Ich mach hier grad mal überall ein bisschen Licht. Ich denk mal, zwei Stück brauchst du auf jeden Fall. So, zwei Säcke habe ich dir reingepackt. Perfekt. Wehe, das ist morgen wieder leer, Freunde. Ja, das wird hier aber morgen bestimmt wieder leer, ey, so viel wie die wegfressen hier. So. Küken, geh mal rein. Zack. Wunderbar, dann kann ich die einsperren. Ihr dürft jetzt schlafen, Schweinchens. Bin ja so happy, dass sie nicht tot sind, ne? Ich weiß noch, Alter, wir hatten noch irgendwo eine Kuh. Und dann kamen wir wieder und die Kuh war tot und eine war weggelaufen. Also die Hühner hier sitzen alle im Stall. Die hier waren auch fast alle. Ein Küken lief noch draußen rum. Wie ist es mit Essen? Hier fehlt ein Hahn. Nee, da ist der schwarze Hahn, der weiße Hahn. Drei Hühner. Passt. Guck mal nach Essen und Trinken. Mal, ja. 7 von 7 ist beim Wasser und Futter ist 4 von 7. Okay, ich stell schon mal hier eins rein. Ja. Und dann müssen wir... Ach, entladen machen wir morgen, ne? Ja, genau. Gehen wir erstmal schön. Sleepy, sleepy. Suse. Rabeneltern. Warten, wir kümmern uns immer top um unsere Hallo, Tiere. Hallo, Rute. Die kennt mich, darum sagt sie Rabeneltern. Ja, die gehen steil, die Tiere bei uns. Das ist... Schön. So. Ach, so. Du bist schon wieder wach? Es ist dunkel noch. Ach so. Ja, nee, ich habe noch gar nicht geschlafen. Oh. Ich habe erstmal Licht angemacht, damit ich das Bett finde. Ich mach erstmal Licht an, damit ich schlafen kann.